Okay. Letztes Mal haben wir über die Fragenswörter gesprochen. Und das ist die verschiedenen so, Sachen in einem Satz. Und heute sprechen wir noch weiter darüber. So, das ist nicht mehr über die Fragenswörter, aber das ist die Pronomen auf Chinesisch oder Kantonesisch besonders. Und ich finde, das ist sehr wichtig, die zwei Themen hier zu sprechen, weil zum Beispiel weil wir verschiedene Beispiele gesprochen haben, aber das kann man nicht selbst formulieren. Aber wenn du die verschiedenen Pronomen schon mal erkennst, dann kannst du später selbst die verschiedenen Formen einen Satz zu bilden. So, geht los. So, ich heißt Ngo. Ngo. Du ist Nei. Nei. Er oder sie ist Koi. Koi. Und dann, sie für Plural ist Koi Dei. Koi Dei. Und ihr ist Nei Dei. Nee, nee. Das heißt, wenn die zweite Wörter hier, so das ist das gleiche, day. So beim Pronomen, wenn es gibt ein day, dann das heißt Plural. Und das macht man einfach, wenn das ist du, aber Plural, so es gibt zwei Personen vor dir, dann das ist nee, day. Aber das gibt eine Gruppe, das ist ganz weit weg, dann das ist Koidei. Und auf Chinesisch, da gibt es kein Gender. So das heißt, männlich oder weiblich ist auch Koi. Oder so in auf jeden Fall. Es gibt kein Gender, kein ja, für Normen oder auch für verschiedene Situationen. Deswegen, das ist ein bisschen einfach, ja. Für so beim Pronomen, ich meine die Regeln, aber vielleicht die Aussprache ist ein bisschen schwierig. Ich mache noch mal. Mo, nei, koi. Und dann koi dei, nei dei. So. Das vielleicht die verschiedenen Beispiele können euch helfen, um die Aussprache zu üben. Und auch, da haben wir schon über die verschiedenen Beispiele beim Begrüßung oder auch in einem so beim Kennenlernen und auch ja, die zwei Situationen könnt ihr schon mal mit verschiedenen Pronomen wieder formulieren und dann üben. Und ja, das ist ganz einfach. Das kann man einfach die verschiedenen Pronomen wechseln. Und es gibt keine so wie fahren, fährt, gefahren und so weiter. Du kannst einfach mit einem Beispiel und dann mit verschiedenen Pronomen üben. Und das hilft vielleicht, ich hoffe, Aussprache. Und ja, das ist Pronomen. Und nächstes Mal haben wir so die Fragenswort gesprochen. Und nächstes Mal werden wir vielleicht über die Familie sprechen. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss!